Grüßt euch, Fahrradfahrer. Der Fummi ist wieder unterwegs und hat sich jetzt gesagt, der braucht irgendwie ein Ziel, ja. Und habe ich hier aus der Sparkasse hier im Salzlandkreis mir diese Broschüre zugelegt. Und hier sind 40 Punkte, kulturelle Punkte aus dem Salzlandkreis, die Fummi alle mit dem Fahrrad abfahren wird. Sehr interessant. Für 2,50 in jeder Sparkasse mit Landkarte, Fahrradweg, alles drin. Wir werden angreifen und dann gucken wir mal, was wir so durchziehen. Ja? Von Biendorf ganz östlich bis Westeregel, Falkenstein, ganz westlich. Sonntag, 25 Grad. Ja, ich weiß, gestern waren 36 Grad, aber ich habe nur den Sonnen am Sonntag. Heute will ich mal versuchen, meine ersten Stempel abzuholen in Bernburg und werde mich jetzt noch mal kurz stärken mit ein bisschen ja, hier. Und wir sehen uns unterwegs, wa? So Freunde, bis jetzt ist es sehr, sehr geil, diese kühle Windzug, Wahnsinn. Die Sonne glüht natürlich schon, aber wie gesagt, ich kann ja noch nicht bis Dezember warten. Und jetzt will ich meinen Kumpel noch mal hier die 40 Stempelstellen geben. Der ist auch sehr Fahrrad interessiert. Leider schläft er sonntags immer bis 14, 15 Uhr, weil er sonntags unterwegs ist. Gut, Freunde, wisst ihr Bescheid, so bin ich. Ja, besorge ihn das, damit er sich endlich mal ein bisschen bewegt. Mal hier, Radmannsdorf, riesengroße Hühner. Freunde, lasst das Wochenende schön ausklingen und genießt die Sonne. Bis später. Freunde, bin gerade in Eberstedt und habe eine schöne Kirche, von die Klosterkirche von Kölbig, Kölbig-Überstedt, erbaut um 1030. Ja, ich weiß nicht, ob das bloß ein Modell ist oder ob es die noch gibt, aber fein gemacht. Guck doch mal hier. Geil, ja. 10 Uhr, ich muss gleich nach Hause. Guck sie dich an hier. Ah, hinten sitzen sie, siehst du? Hier sitzt das Pärchen und genießt den Tag. Ah, der Wachmann hat schon ein bisschen Spinnengewebe. Ja, feine Sache. Ich hoffe nur, dass es nicht Experten gibt, die das Ding abbauen. Ja. Schön. Schön für die Gemeinde Eberstedt. So Freunde, jetzt muss ich euch nochmal... geheime Sache. Also, ich kenne einen Ort, wo die ganzen Polizisten ausgebildet haben. Das muss aber unter uns bleiben. Wenn ihr in Eberstedt seid, Richtung... Psst, der Horsch, psst, psst. In Eberstedt, Richtung Bernburg. Pass mal auf. So, wie gesagt, erzählt es nicht rum. Ihr wisst es jetzt. Da werden die harten Jungs ausgebildet. Aber Dichte halten. Ja, Freunde, nochmal für die zwei, drei Radfahrer, die unter meinen Zuschauern sind. Wenn ihr nochmal hier zwischen Güsten und Bernburg fahren solltet, hier ist ein absolut trockenes Gebiet. Hier kann man schön zelten.
romantisch selten. Man kann vielleicht auch ein bisschen Feuer machen. Aber wie gesagt, mit Kopfhörer hier oben geht die 14 drüber. Die Autobahn 14. So, nun stehe ich hier wie Max in der Sonne in Bernburg und will meinen ersten Stempel. Habe ich doch gelesen hier. Bernburg, Märchengarten, Paradies. Könnte das da sein? Das hier? Jo, also ein Frosch ist drauf. Ich werde mal da vorbeifahren, mir das mal angucken und vielleicht meinen allerersten Stempel aus dem Salzlandkreis holen. So, den ersten Stempel, den gönne ich den Geschäftsführer. Der darf mal in mein Heft stempeln hier und schön sauber machen. Ja, wenn wir die richtige Richtung finden. Akkurat. Sag mal her. Den letzten Stempel, den ich bekommen hatte, waren DDR-Zeiten in meiner Führerschein. So, nun haben wir ihn. Und er hat wohl gesagt, er will sich dann auch ein Fahrrad holen und alles abfahren mal, ja? Tatsächlich. Hast du schon? Fahren wir beide. Ja, genau. Ich bedanke mich, schönen Tag noch und wünsche dir alles Gute, mein Freund, ja? Alles klar, das glaube ich auch. Und kriegt keinen Hitzeschlag. Nein, dann müssen wir anhalten, was trinken. So, Freunde, nun ist es soweit. Der Fomi hat seinen allerersten Stempel. Hier im Salzlandkreis. Er ist im Märchenparadies in Bernburg und ja, weiterhin viel Spaß. So, Freunde, jetzt bin ich hier in Bernburg an der Saale und dort oben sieht man das Schloss von Bernburg. Und jetzt erzähle ich euch mal einen Hammer. Das weiß auch keiner. Ja, wurde schon mal ein prominenter Gast eingesperrt. Till Eulenspiegel. Till Eulenspiegel soll dort eingesperrt worden sein. Die Bernburger müssen sich doch schämen, oder? Ja. Heute berufen sie sich drauf auf Till Eulenspiegel und da haben sie auf dem linken Turm haben sie ihn eingesperrt. Also ich finde es nicht in Ordnung. Oh, Leute, riecht doch mal. Na, riecht doch mal. Oh, Natur. Blumen. Oh, ich könnte mich nackig ausziehen. Ja, bestimmt nicht gut für die Bernburger. Ja. So, dann fahren wir mal hier in Bernburg. Also richtig brummt tut das hier auch nicht, oder? Ich dachte, hier ist mehr los in Bernburg. Ah, schön. So, Alex ist auch 30. Ja, hier steht's. So, dann gucken wir mal nach rechts, fahren wir mal Richtung Schloss. Bevor wir nicht alles täuschen, machen die jetzt die Schleuse zu. Schleuse runter hier in Bernburg, um diese zwei Bootfahrer zu retten. Denke ich mal. Keine Ahnung, ich kann nicht mal schwimmen, aber müsste so sein. Die drücken jetzt hier Wasser rein und dann, ja, oder? So, Freunde, das muss ich noch mal kurz festhalten. Wie gesagt, jammert nicht rum, ihr kriegt keine Weihnachtsbäume. Alles da, ein Wort und er verkauft euch Weihnachtsbäume. Hier in Bernburg. Thank you.
wo geht's hier lang? Nach Roschwitz. Und wo komme ich hier? Friedrich-Vorstraße. Da komme ich da oben an die Gleise raus, am Friedhof. Ja, siehst genau. Du? Jetzt habe ich einen großen Bogen gemacht hier. Nach Biedendorf da lang, ja? Ja. Genau. Hier durch, immer geradeaus, da kommt eine Hauptstraße. Schade eigentlich, ich wäre lieber hinter dir hinterher gefahren. Alles klar, gut. Ja, dann kommt die Hauptstraße, dann noch ein Stückchen. Und du kannst jetzt nicht über Biedendorf da lang fahren, ne? Nee, ich will es aber noch. Von hinten sieht das schön aus. Okay. Ciao. Tschüss, viel Spaß. Sah auch geil aus, die kleine. Mann, so ein kurzes Höschen auf so ein Sportrad, ey, das macht mich richtig uschig. Jetzt reiß dich mal zusammen, ey. Mann, ey. Der denkt doch bloß immer nur an eins. Fährt man mal ein bisschen auswärts hier in Wermenburg-Roschwitz, seine Tankstelle, isst seine Bockwurst und trinkt sein Wasser, natürlich kalorienarmes Wasser. Kommt man so ins Gespräch mit Kollegen, ja, und naja, wie geht's, was machst du so und so, oh, teures Fahrrad und so. Ja, sorry, das mache ich, um ein bisschen fit zu bleiben, weil Montag sitze ich wieder auf dem Lastkraftfahrer. Daher ist die Wanne. Glaubt ihr wohl, Spinne? Unfassbar. Die Leute in Bernburg sind unfassbar ehrlich, ja? Ich bin enttäuscht. So, Freunde, irgendwo, ich weiß nicht, wo ich hier bin, aber. Hier gibt es Möpse und Motoren. Ich weiß nicht, ob das hier ein heimlicher Buff ist. Das ist mitten im Wald hier, heimlicher Buff. Oh, keiner da und Corona-Regeln akkurat. Ja, guckt euch das an. Hände waschen, da. Das machen sie gut. Ich würde gerne mal wissen, wo ich hier bin. Mann. Und keiner da. Sonntags früh um 8, kein Mensch da. Ach, hier steht was dran. Ghostbusters MC. Hiermit habe ich die östlichste Stelle im Salzlandkreis abgefahren und meinen dritten Stempel. Am Schloss bin ich nicht hochgekommen, weil mit Fahrrad ist da Kacke. Wegen Anschließen und den Koffer, Fotogramm, alles, wie gesagt, hole ich nach. Bin jetzt fertig und fahre jetzt gen Heimat. So, hier am Schloss Biedendorf ist auch die weltgrößte Fingerhutsammlung. Alter, was es alles gibt, ja. Fingerhutsammlung. Ich staune, Junge. Ich bin so stolz auf den Salzlandkreis. Das ist auch eine kleine Kamera. So, Freunde. Das kostet Geld, ja. Wie kostet Geld? Ja, jetzt bin ich hier beim Saalegrill in Adersleben. Nee, Alsleben ist das, ja. Mokrena ist das hier. Wie? Mokrena. Ah, Mokrena, wo die ganzen Schiffe gebastelt werden. Ich habe den Ecki getroffen. Hier ist der Ecki. Grüß dich, Ecki. Grüß dich. Ecki ist auch schon Fahrradfahrer seit der Geburt, sagte. Ja, ja.
Der kann es nicht lassen, der Fährdorffahrer. Der hat mich jetzt mitgenommen hier über die Äcker und hat mich hergelotst. Erstmal zum Erdinger alkoholfrei, weil ich muss ja was trinken bei der Hitze. Ecki, holt sich was zu essen, dann fahren wir an der Saale vorbei und dann fahre ich nochmal nach Plötzkau. Ja, Freunde, so sieht's aus. Jetzt guckt er ins, ins Buch, jetzt will er das auch machen, was ich mache. Ja, Ecki? Ja? Du bist auch mal mehr als Abstempel, ja? Ja, ja, das lasse ich jetzt auch. Ich mache jetzt auch mit der Buch. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich werde das machen. Mein Kumpel macht hier das auch. Schmidtchen. So, siehst du? Ecki wird jetzt auch Stempel, Stempelkönig. So, Freunde, bis nachher. Ja, na klar, na klar. Ja, hier ist Ecki. Ecki erzählt mir gerade die ganzen Räder, die hat. Ja, Ecki ist ein absoluter Fahrradfreak, Fahrradfahrfreak. Oder Ecki? Genau so ist es. Und man sieht es nicht an, ich hätte es 10 Jahre jünger geschätzt, aber er ist eben fit wie ein Turnschuh. Ja, darum fährt er Fahrrad und zeigt mir hier den Saaleweg. Wie gesagt, ich fahre hier jeden Tag an. Nicht einen Tag fahre ich nicht. Nur mit dem Rad. Auch bei jedem Wetter und alles. Ist egal. Also, das macht dich, Wetter, ja, das macht dich ja auch hart und gesund. Ja. Genau so ist es. GoPro ausschalten. So, ich bin mit Ecki. Ecki hat mich hier eingeführt nach Plötzkau zum Schloss. Und ohne Ecki hätte ich bestimmt noch 2 Stunden gesucht. Ja. Wisst ihr Bescheid? Also, Ecki ist hier der Führer für Bernburg. Falls ihr mal was wissen wollt. Gut, Freunde, Stempel Nummer 40. Auf geht's nach Hause. Reicht für dieses Tag. Für dieses Wochenende. Freunde, ich war jetzt in Plötzkau auf dem Schloss und wurde dort von der Fachkraft verjagt, weil ich dort gefilmt habe. Weil man darf in Plötzkau nicht filmen. Weil die Dame erklärte mir, 89 sind wir auf der Straße gegangen und wir wollen nicht ausgespäht werden. Also wie gesagt, liebe Leute von Plötzkau, die Frau muss da weg, das geht nicht. Ihr könnt da nicht die Leute, Touristen hinlocken und denen, die da Fotos machen wollen und mit einer Drohne geht ja nicht. Das geht nicht, das ist verboten. Da könnte man sehen und was hat sie mir erklärt. Und also das, liebe Leute, das geht nicht. Der braucht doch keinen Kultur-Tralala machen und ihr schickt ja die Leute weg. So als Hinweis, ja. Wie gesagt, ich habe das Ding nicht betreten, weil das ist mir einfach zu blöd, wenn man nicht weiß, was eine Drohne ist und wozu die da ist. Noch viel Spaß in Plötzkau. So, jetzt hier in Adlerstedt drin uns die Wege. Ecki fährt nach Bernburg und ich fahre hier irgendwie Richtung Güsten durch den Wald hier oder Waldflur. Ja, der Kollege hat ja einen schönen Zahn drauf. Wir haben jetzt eine 64 Jahre und der braucht nicht wie ich einen Elektromotor. Der macht das locker so. Schön, fit. Ah, ich sehe, ich weiß, wo ich bin. Gut, Freunde, wie gesagt, ab nach Hause, was essen.